Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück in einer neuen Folge Minecraft Survival, die zweite Staffel. Jo, ich will mich nur nochmal dafür entschuldigen, dass die Folge gestern etwas kürzer war wie normal. Heute dafür aber scheide, ja. Hier, wunderbare Shader, eine wunderschöne nächtliche Landschaft, ein wunderschöner Mond, der hier aufgeht. Wahnsinn, ich liebe diesen Shader. Oh, jetzt wird es ja doch dunkel. Ui, ich hasse dunkel. Ich hasse dunkel gewaltig, aber das Schöne an diesen Shadern ist ja immer, man erkennt Rohstoffe unter Wasser. Ja. Das wird mir natürlich jetzt ein bisschen zum Vorteil. Kann ich mir gleich ein bisschen Kohle holen hier. Und somit können wir uns die ersten Fackeln generieren bzw. craften, sodass wir diese Nacht hoffentlich heile und gut überleben. Oh, ich glaube, ich habe den Schwierigkeitsmodus. Ja, das passt eh so. Für die ersten Nächte. Warum auch nicht? Ich liebe diese Fackeln. Nein. Oh, das geht dann nicht. Hier haben wir uns ja schon ein schönes... Ja, wie soll man sagen? Areal ausgeforstet, indem wir unser, ja, sozusagen unsere Wünsche verwirklichen können. Ich habe gestern nach der Aufnahme noch ein bisschen, ja, die Gegend erkundet und habe einige Tiere gefunden, was uns höchstwahrscheinlich noch zum Vorteil wird. Und das andere ist, sorry erstmal für meine Stimme heute, ich bin leider etwas erkältet. Ich glaube, man hat es in der ersten Folge in der zweiten Staffel schon gehört. Jo, da ging es mir nicht unbedingt so gut. Das war nur ein kleines, ja, eine kleine Zwischenzeit, in der ich die Zeit nutzen konnte, eine Aufnahme zu machen. Andererseits, über den Tag verteilt, ging es mir ziemlich dreckig. Naja, aber in die Arbeit muss man ja einerseits auch, und dann kann man da nicht ewig rumjammern. Weil wir ja keine Luschen sind, ja. Ahaha, keine Luschen. So, hier, Holz en masse. Gott, was soll ich denn das hin tun, das Zeug? Äpfel haben wir schon zwei, das ist auch optimal. Haben wir schon Samen oder so? Oh, das leider nicht, schade. Da brauchen wir auf alle Fälle noch welche. Klasse. Alter Gangster, MC Lucke hier. Ey, da kommt der geile Lucke und macht ein Video. Lucky, Lucky, Alter. Gangster, Gangster, Alter. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Interessant. Sehr interessant. Ah, schön gemütlich. Welt zerstören. Das war ja jetzt ziemlich... eine ziemlich gegenseitige Mucke.
Ich bin der Farmer, geboren auf dem Land, merke Kühe. Kriege keine Frau. Da, 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 da. Ich liebe diese Mucke. Ist so geil. Oh ne, Kack, ich lieb sowas. Einfach so stimmungspushend. Alter, ihr wenn der Facecam, ich wenn mich in der Facecam zeigen würde, ihr werdet euch denken, was an der für ein Problem hat's gerade. Oh Gott, ich krieg mich nicht mehr. Ich hab, es ist eine falsche Playlist. Oh Gott, wie geil ist das denn? Alles. Oh Gott, was war das? Wie mache ich das hier am besten? Oh Gott. Ich muss noch so viel wegholzen, bis ich da mal irgendwie was arbeiten kann. Das ist ja doof. Klasse, jetzt regnet's. Habe ich mir schon immer gewünscht. Geiler Regen. Ich liebe Regen. Es ist alles verschwommen und hässlich. Lol. 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 Was ist das denn? Fuck. Was passiert da, wenn ich in die... Aber das sieht geil aus. Oh. Alles Ranz und Rotz und Ranz. Alles muss weg hier. Alles muss weg hier. Ui. Ha, kaputt. Mein Hündchen, ich will dich nicht töten. Ich brauche Samen. Ja? Das in Mengen. Ah, die folgen einem doch auf Samen jetzt, oder? Ui, da kommt ich. Ui. Wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? So ein Volldepp. Oh, ich bin immer noch am Überlegen, wo ich meine Bude hinbaue. Ja? Was war da? Hühnchen. Ja, okay. Ein Killerhühnchen. Ich will ein ziemlich komisches Haus bauen. Wenn ich da ich versuche jetzt gerade mal den Grundriss so irgendwie aufzubauen. Ja, die Mucke passt so richtig geil zum Wetter und zur Stimmung gerade. Einfach nur episch. Ich bin gerade so am Überlegen, das ist der Wahnsinn. Wie viele Blöcke habe ich da? Ein etwas
Ich sag's nur voraus, es wird ein etwas komischer Grundriss. Aber lieber komisch als kacke. Ich will, dass das Haus irgendwie interessanter sieht, auf alle Fälle dann mal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, okay. Das ist kacke. Das hier soll der Eingang werden, diese, ja, sozusagen Nut. eher Feder, ja. Das soll der Eingang werden. Dann würde ich hier gerne links und rechts 10 Blöcke oder 20 Blöcke rübergehen. Also es soll eine enorme Größe haben. Und am Ende dann sozusagen das Aussehen eines Schlosses tragen, ja. Daher muss ich das Ganze ein bisschen größer machen. Ja, so. Ui, mit diesen Shadern habe ich kaum noch FPS. Wie ging das? Ne, nicht Screenshot. 210. Dann mache ich jetzt einfach noch 'Weil sozusagen beginne ich ja mit der Längsseite auf diesem Block. Da bin ich bei 209 und dann müsste ich da hinten bei 189 stehen, wenn das korrekt ist. Genau, so soll das werden. Hier dann dasselbe. Da bin ich bei 216 und gehe auf 236 weiter. Mit der Hand. Alter, nee, ich bin... Sorry, das kann man verwechseln, ja? Ich bin nicht pervers oder so. Nicht falsch verstehen. Ui, da kommen wir ja schon tief hinunter. Ah, die Musik passt gerade schön zum Spiel, muss ich sagen. Ich hatte ja mittlerweile schon Anfragen vom Erik, ob er mitspielen darf in meinem privaten Spiel. Worauf ich gesagt habe, ja, da könnte man schon was machen. Mittlerweile habe ich das Ganze nochmal überdacht. Weil Minecraft ist eigentlich so ein Spiel, das spiele ich gerne alleine, auf meine Art und Weise. Und bekomme dann ungern irgendwelche, ja, Beteiligungen durch zweite oder dritte, genau. Und jetzt muss ich ihm wohl nachträglich leider noch irgendwie beibringen, dass er doch nicht mitmachen kann. Natürlich kann er mich hin und wieder besuchen, also das lässt sich, glaube ich, bei mir auf alle Fälle machen. Wo man dann ein bisschen zusammenbauen kann oder so. Aber nee, sein LPT, jedenfalls sein richtiges LPT, das habe ich lieber alleine und dann kann ich auch so spielen, wie ich es will und muss mich nicht nach anderen Meinungen richten, genau. So, und ich würde jetzt fast nach meiner Schätzung sagen, dass ich diese Runde mehr oder weniger schon wieder beende.
Jo, tut mir sehr leid, heute hat man nicht so viel gesehen, aber wenn ich dieses Let's Play so aktiv durchziehen will, wie es zurzeit läuft, dann muss ich wohl ein bisschen an der Folgenlänge feilen. Ich hatte ja früher immer teilweise Folgenwahnsinn. So übel. Mal eine halbe Stunde, mal eine Dreiviertelstunde. Und eigentlich wollte ich nur für die Woche vorproduzieren und dann sind drei Folgen mit jeweils einer Dreiviertelstunde für 3 Tage oder so rausgekommen, Alter. Es war, da hatte ich schon grobe Sachen. Und ich stelle mir das jetzt gerade so vor, hier. Und dann das etwas rund machen, ja. Aber das muss man sich auf alle Fälle noch irgendwie so überlegen. Und dann würde ich fast sagen, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschalten würdet. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Haut's rein. Ciao. Und bis dahin.